Herzlich willkommen aus Barcelona. Hola! Bienvenidos. Ja, wir sind hier auf einem Campingplatz angekommen. Eigentlich auch ganz schön, so 20 Kilometer außerhalb von Barcelona. Aber es starten halt so alle 10 Minuten Flugzeuge. Und es ist echt ziemlich laut. Ja. Aber gut, wir sind ja nicht den Tag im Van. Tagsüber nicht im Van. Und wir wollen uns ja die Stadt angucken, deswegen sind wir hier. Und deswegen werden wir uns gleich ein Taxi nehmen und nach Barcelona reinfahren, also in Uber. Ist halt ein bisschen teurer, aber wir gönnen uns das. Wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit hier in Barcelona. Ich habe ja auch Geburtstag. Ja, wir gehen jetzt in die Stadt und werden uns da ein schönes Frühstück gönnen, wie sich das so gehört für einen Geburtstag. Und dann machen wir das klassische Touri-Programm mit Hop-on, Hop-off-Bussen. Und morgen gibt es für Melli eine Überraschung. Ich habe was für Melli geplant. Ich weiß schon, was es ist. Es ist keine Überraschung. Sal de tu nido. Ja, das macht unsere Nusa schon richtig gut, ne? Dass wir sogar mit ihr schon Taxi fahren können. Also sie ist auch auf der Fähre richtig stubenrein gewesen. Und ja, jetzt trauen wir uns das auch mit ihr zu, in anderen Autos zu fahren. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece. Also, wir haben uns jetzt erkundigt und wir dürfen sie so nicht mitnehmen. Also die Hunde dürfen nicht so mit in die Sightseeing-Busse, außer man hat so eine Box. Und die müsste man sich jetzt quasi kaufen und dann müsste man sie mit der Box transportieren. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir müssen extra nur dafür eine Box holen. Ja. Dann halt nicht. Deswegen fährt der Bus jetzt ohne uns los. Deswegen haben wir uns überlegt, suchen wir uns jetzt mal die Sehenswürdigkeiten raus, die wir uns angucken wollen. Und dann fahren wir da halt einfach Taxi hin. Wir sind jetzt angekommen am Park Güell und schauen uns den mal an. Das ist ja ein richtiges Wahrzeichen hier von Barcelona. Jetzt die nächste Frage, ob wir da überhaupt mit rund rein dürfen. Das haben wir jetzt wieder nicht gecheckt. Boah, die wird gefeiert. Schlimmer wie Babys. Die lieben Hunde hier, ne? Haben ja, sie gesagt. Total. So süß, ey. Wie süß die mit den Hunden hier umgehen. Bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. Creen tu fuerza. Ja, Gracia ist, glaube ich, was hast du gesagt, Schatz? Gracia ist ein ursprüngliches Viertel, oder? Ja, so noch, wo viele Katalan leben. Also hier leben so ein bisschen auch das authentische Barcelona, sagt man. Ja, weil es hier halt auch nicht so schön ist. Nein, Spaß. Es ist hier halt einfach nicht für Touris hergemacht. Ich muss sagen, es hat halt einfach was von einer ganz normalen Stadt. Ist jetzt auch nicht hässlich, aber es sieht halt natürlich schon anders aus wie in den Touri-Hotspots, ne? Wo die ganzen Sehenswürdigkeiten sind. Also das Viertel hat uns echt super stark an die zwei Viertel in Mannheim erinnert. In dem einen haben wir sogar gewohnt, Neckarstadt West, und das andere Viertel ist Jungbusch, falls sich da jemand auskennt. Das ist auf jeden Fall ja, ein cooles Viertel, wo noch viele Einheimische leben. Und jetzt sitzen wir hier auch in einem coolen Café und trinken Filterkaffee. Wir lassen jetzt mal den Tag ausklingen und dann schnappen wir uns ein Taxi und lassen uns wieder nach Hause kutschieren.
schaut mal, wie nah das Flugzeug hier fliegt. Da will man nicht freiwillig länger als nötig auf dem Campingplatz bleiben, oder? Ja, ist echt laut. So, wir sind jetzt angekommen am Place de Catalunya und jetzt haben wir gleich in einer Stunde unseren Termin. Bin mal gespannt, wie das so wird. Aber bis dahin laufen wir noch mal ein bisschen rum und ja, laufen uns ein bisschen warm. Tattoo. Das ist auf jeden Fall richtig schön geworden. Wir haben uns auch ein gleiches Tattoo stechen lassen. Das zeigen wir euch dann, aber später. Jetzt machen wir erstmal noch mal einen kleinen Spaziergang hier am Strand in Barceloneta. Beer. Beer, my friend, beer. Ja, also auch der Tag geht zu Ende. Irgendwie schaffen wir gar nicht so viel, wie wir uns immer vornehmen. Es ist einfach zu groß in der Stadt und auch mit Vape ist das alles ein bisschen langsamer. Also wenn Google sagt, wir brauchen irgendwohin 10 Minuten, dann brauchen wir auf jeden Fall 20. Deswegen machen wir uns jetzt mal wieder auf den Weg in unser kleines Appartement und gehen morgen in unseren letzten Tag Barcelona. Moin, herzlich willkommen zum neuen Tag. Bevor es jetzt aber weiter nach Barcelona geht, möchte ich zum Sponsor des heutigen Videos kommen. Wie eingangs schon erwähnt, ist das Armed Angels. Wir tragen Armed Angels Klamotten schon ziemlich lange und auch ziemlich gerne. Und die Kleidung, die wir tragen, ist aus frischer Bio-Baumwolle und teilweise aus recycelten alten Kleidungsstücken. Ja, ich wurde auch bei Instagram schon oft nach meinem Pulli gefragt. Ich finde ihn richtig cool, hat richtig tolle Farben. Aber wir wollen jetzt in die Stadt rein und wollen uns noch mal ein bisschen umziehen. Oder ich mag noch mal was anderes anziehen. Du auch? Ja, ich auch. Ja gut, dann machen wir uns fertig. Juhu! Ja, so kann es doch losgehen. Das hält schön warm. Ja, mit unserem Rabattcode DavidLinda15 bekommt ihr 15% Rabatt auf euren nächsten Online-Einkauf. Viel Spaß beim Ausprobieren. So, seid ihr ready? Wir sind ready. Okay, dann geht's los. Komm, Lisa, komm. Es geht los. Komm. Mai? No, perquè m'intento cuidar molt i descansar les hores i la veu i tot. Però toco fusta perquè això algun dia sortirà. So, das ist jetzt unser letzter Tag hier in dieser wunderschönen Stadt und wir fahren zu einer Sehenswürdigkeit, schlechthin, einer der größten und, ja, vielleicht nicht die größte, aber auf jeden Fall eine der längsten Baustellen Europas, würde ich mal behaupten. Ja, dann seht ihr gleich, wo wir aussteigen. Wir sind natürlich wieder mit dem Taxi unterwegs, wollten eigentlich mit dem Bus fahren, aber wir haben heute Morgen getrödelt und es ist jetzt schon 12 Uhr. Also wir können hier nichts zu Bussen sagen, aber die Taxifahrer nehmen Hunde sehr gerne mit. Wenn der Bau dann 2026, wie er jetzt geplant ist, wohl fertig ist, dann hat das 144 Jahre gedauert. Also das ist schon ganz schön lange, aber ich glaube halt einfach, dass der Auftraggeber von Gaudi, also Gott, so gar keine Eile hat. So, deswegen chillen die da halt auch einfach so ein bisschen ab. Und ich habe auch gelesen, dass die, bevor die überhaupt mit dem Bau der Kirche begonnen haben, auch erstmal eine Schule für die Bauarbeiterskinder gebaut haben.
Und dann ging es erst mit dem Bau der Kirche los. Dann kam noch der spanische Bürgerkrieg dazwischen, der viel zerstört hat, der plötzliche Tod des Künstlers Gaudi und ja, begrenzte finanzielle Mittel, die den Bau dann auf 144 Jahre wahrscheinlich verzögert haben. Wahrscheinlich ist der Ticketpreis deswegen jetzt auch angehoben worden. Melli meinte, vor 9 Jahren hat sie 13 Euro bezahlt. Irgendwie sowas. Also es war auf jeden Fall unter 20 Euro. Das ist, glaube ich, noch ziemlich sicher. Ja, also wir fahren ja viel Taxi momentan und ja, da ist schon ein großes Loch im Portemonnaie. Ne? Also die 26 Euro, für die kommen wir gerade wieder zurück. Ohne Tower, ne? Tower kostet nochmal 10 Euro. Ja, mehr, und ne? Wenn, dann würde ich auch noch in den Tower gehen. Da zahlt man 36 Euro für. Ja. Ja, man denkt, man ist jetzt mal hier. Ich komme nochmal, ne? Wenn es fertig ist. Oder wir kommen nochmal, wenn es fertig ist. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir machen das so, genau. Wir kommen ja auf jeden Fall wieder. Und also man muss mal schon reingegangen sein. Aber dann kann vielleicht auch Musa mal. Und dann bleibt die Kleine hier im Auto. Oder im Hotel oder wo auch immer wir dann sind, wenn wir herkommen. Ja. Und dann können wir vielleicht mal auch 2 Stunden alleine irgendwo rumlaufen. Vielleicht. Kriegen wir bestimmt hin. Drückt uns die Daumen. Jetzt geht's erstmal weiter durch Barcelona. So, wir laufen jetzt weiter und zwar wollen wir uns noch den Arc de Triomphe angucken. Aber vorher kommen wir noch an einen Café vorbei und dann machen wir eine kleine Pause, trinken Kaffee, machen Pipi und dann geht's weiter. Wir laufen hier vorbei an so krass schönen Gebäuden. So eine Palmstraße und irgendwie, ich weiß nicht, kommt mir das vor, als wären wir aus so einem Mix wie Arabien, irgendwie wie in so einem Märchen, aber auch Europa. Das ist einfach faszinierend. Jetzt sind wir am Arc de Triomphe, mitten in Paris oder Barcelona. Ist schön hier, ne? Ja, alles. Irgendwie ist es zwar so ein Tourist-Spot, aber es ist schon echt schön. Wir machen jetzt auch nur Touri-Sachen. Ja, so heute, ja, wobei, Cafés, ne? Ja, Cafés haben wir uns auch jetzt richtig gegönnt. Jetzt gehen wir noch mal in einen Spezialitäten-Café. Ich glaube, das kennen viele, das ist das Nomads. Haben uns jetzt mal richtig gegeben. Die letzten 2 Monate auf Sardinien gab es eigentlich gar keine Cafés. Sie müssen das aufholen. Also wirklich keine. Jetzt müssen wir das alles aufholen. Gefühlt 3-mal am Tag in irgendwelche Cafés rein. Das ist einfach so schön und so lecker. Ja. Das ist einfach so toll hier. Bestes Wetter, alles mit Palmen um uns herum. Es ist nicht so touristisch, obwohl es ein traumhafter Ort ist. Und es ist total angenehm. Auch mit unserer kleinen Socke hier in Barcelona. Ja, macht das richtig gut. Bravo! Muchas gracias. Gracias a ti. Buen día. Buen día. So, das war's jetzt mit Barcelona. Wir lassen uns jetzt hier der Abschluss an der Rambla, lassen wir uns mit dem Taxi abholen. Und es war sehr schön. Es war ein bisschen stressig, aber schön, weil mit einem kleinen Hund ist natürlich ein bisschen alles schwieriger und man kann nicht alles sehen. Aber es war trotzdem wunderschön und dann sehen wir uns einfach in der Natur wieder. Und zack, da sind wir wieder in der Natur. Und zwar inmitten von Orangenbäumen. Aus dem Zentrum Barcelonas ins Zentrum der Orangenproduktion, würde ich sagen. Inmitten, außenrum, nur Orangenbäume. Wir haben uns hier auch ganz in der Nähe ein Häuschen gemietet. Da können wir unseren Van direkt vorne dran abstellen und wir haben ja ein schönes Plätzchen für uns, wo wir jetzt schon seit mittlerweile 5 Tagen sind. Also ist total schön da. Ja, richtig toll. Und unser Plan war ein bisschen, den Van aufzuräumen und für Nusa eine neue Höhle zu bauen. Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Raum im Van zu schaffen.
Da ist uns eine Idee gekommen, das können wir euch aber dann im nächsten Video verraten. Wir wollten eigentlich morgen, also am Sonntag quasi auschecken, aber wir checken jetzt erst am Freitag aus. Ja, richtig. Ja, wir genießen jetzt einfach auch mal die Zeit, an einem Ort einfach etwas länger zu sein und alles langsam zu machen, zwar unsere Aufgaben zu erledigen, aber trotzdem alles gemütlich zu machen. Und auch mal halt an einem Ort zu sein und nicht immer Stellplatz suchen, weil das nimmt ja doch immer super viel Zeit in Anspruch. Ja. Das sieht man immer gar nicht, aber Wasser auffüllen, Stellplätze suchen und. Wir können ja nicht wochenlang an einem Platz bleiben, deswegen ist das auch immer ziemlich zeitintensiv. Deswegen genießen wir das jetzt hier mal. Das ist richtig schön, das stimmt. Das genießen wir total. Und auch Nusa genießt das, weil wir haben eben, wie gesagt, einen Garten und sie kann da halt auch einfach die ganze Zeit rumlaufen. Und wir müssen da halt auch nicht drauf achten, wo sie die ganze Zeit ist, weil wir es ja mehr oder weniger im Blick haben. Und jetzt machen wir uns einen frisch gepressten O-Saft, denn die hier dürfen wir nämlich pflücken. Die gehören wohl irgendwie zu dem Haus dazu, zu dem, was wir gebucht haben. Ja, oder Freunde, die meinen, es ist okay, wir können uns mal oder sind irgendwie mitnehmen. Freunde von denen, auf jeden Fall ist das voll okay. Genau. Und jetzt machen wir uns ein schönes Frühstück und wir zeigen euch gleich nochmal das kleine Häuschen und erzählen euch auch, was wir für eine Idee fürs nächste haben. Ja, das hier ist das kleine, feine Häuschen, das wir uns hier gemietet haben, im Sommer auch mit Pool, aber jetzt natürlich ist das Wetter zu cool. Und hier ist schon unser kleiner Garten, Ting Tong steht direkt nebendran, da haben wir auch schon ein bisschen was drinne gemacht. Hier unten drunter kriegt Nusa ihre neue Höhle, genau. Aber das, wie gesagt, das zeigen wir euch dann im nächsten Video. Und das hier ist unser Garten. Nee, klein, aber fein. Also ich frage mich immer, wie kriegen wir die ganzen Sachen in den Van? Weil sobald wir in der Bude sind, sieht es auch irgendwie unordentlich aus. Im Van sieht es gar nicht so unordentlich aus. Nee, im Van hat alles irgendwie seinen Platz. Und in so einer Bude fliegt dann alles rum. Und wir fragen uns, wie kriegen wir das alles jemals wieder in den Van hinein? Das ist schon krass. Ja, und das ist halt auf jeden Fall richtig schön hier. Das ist wie so ein kleines Häuschen, wie so ein Tiny House. Also hier haben wir so einen Wintergarten. Und hier haben wir, hallo, eine nasenputzende Melli. Hier haben wir eine kleine Küche, Essbereich, Schlafzimmer. Hättest du es nicht hin, wenn es ein bisschen ordentlicher wäre? Nee, das ist Real Life. Und hier halt noch ein Badezimmer, ne? Also alles. Oh, eine fette Spinne. Alles richtig schön hier. Inklusive fette Spinne. Ja, komm, die nehmen wir doch mal raus. In Nusas Körbchen. Ja, bring die Spinne da mal raus, genau. So, die kommt hier nicht mehr rein. Nusa! Ihr Lieben, bevor ihr euch aber alle einen selbstgemachten O-Saft holt, haben wir noch was für euch. Ja, wir haben uns überlegt, dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, wir sind ja noch im Dezember, uns an einem neuen Projekt ranzumachen. Ja, ein neues, großes, kleines Projekt. Und zwar wünschen wir uns schon lange eine eigene kleine Base. Wir sind seit mittlerweile bald 2 Jahren im Van unterwegs. Und wenn wir auf Heimatbesuch sind, dann sind wir meistens im Kinderzimmer oder auf der Couch, wo wir übernachten.
Ja, und deswegen wünschen wir uns halt, wenn wir dann zurück nach Deutschland fahren, was wir natürlich machen, weil wir Freunde und Familie besuchen werden. Und ja, da wollen wir dann halt einfach so ein kleines eigenes Häuschen haben. Das damit wir nicht schön, immer ja. im Kinderzimmer, in unseren alten Kinderzimmern schlafen müssen. Und ja, wir merken auch hier, wie gut uns das eigentlich tut, wenn man so eine Base hat. Man kommt mit anderen Projekten viel schneller voran, weil, ja, wie Melly vorhin schon gesagt hat, man nicht die ganze Zeit am Reisen ist. Man soll auch weiterhin ums Reisen gehen. Genau. Aber eben halt ja, mit einer kleinen Base, wo wir halt immer mal wieder zurückkehren können. Falls ihr dazu Tipps habt, also dass es schwierig wird, das wissen wir, aber falls ihr Tipps habt, wie es einfach wird, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr Erfahrungen damit habt oder... Also ja. zum Thema Grundstücke, oder Grundstücke, meinst du? Grundstücke, Tiny House, ja. Wo man Tiny Häuser draufstellen kann oder irgendwie sowas, auf was ihr achten soll. Ja. Und wir machen uns jetzt einen gemütlichen Samstag. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt munter. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche, wenn ihr mögt. Tschö. Dezember, Mitte Dezember. Ja, das ist ein Impuls. Ja, das ist ein Impuls.